Ein Brand in einer Wohnung im ausgebauten Dachstuhl eines älteren Bauernhauses in der Gartenstraße in Kirchheim-Nabern hat am Freitagvormittag die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf Trab gehalten. Gegen 10.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr ein, in denen von einer starken Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl des Gebäudes berichtet wurden. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten die drei anwesenden Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen können. Die Feuerwehr Kirchheim, die mit 11 Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte durch ihren schnellen und professionellen Einsatz das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und so ein Ausbreiten der Flammen auf das übrige Haus verhindern. Beim Eintreffen vom ersten Fahrzeug war es so, dass starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude, aus dem Dachgeschoss, aus den Fenstern rausgekommen ist. Die Bewohner waren zum Glück schon außerhalb vom Gebäude. Nach kurzer Rücksprache und Bestätigung, dass keine Personen mehr im Gebäude sind, konnten wir unsere Maßnahmen dann komplett auf den Brandeinsatz stützen. Die Wohnung selber war nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Als Brandursache wird derzeit eine technische Ursache, möglicherweise im Bereich der Ölofen, vermutet. Genaueres wird sich aber erst zeigen, wenn die Brandstelle im Laufe der kommenden Woche von den Kriminaltechnikern untersucht werden kann. Die Bewohner wurden von der Stadt Kirchheim anderweitig untergebracht. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und vom Rettungsdienst, der vorsorglich mit 5 Fahrzeugen und 11 Sanitätern im Einsatz war, vor Ort ambulant behandelt. Ein Auffahrunfall zwischen einem Bus und einem Sattelzug sorgte am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen in der Hochdorfer Ortsmitte. In dem Bus, der sich auf Leerfahrt befand, wurde der Fahrer beim Auffahren verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sattelzuglenker blieb unverletzt. Die Feuerwehr Hochdorf war ebenfalls vor Ort. Genauere Informationen zum Unfall liegen uns nicht vor. Flammen schlagen aus dem Gebäude, Rauch steigt auf, Menschen sind in Gefahr. Die Feuerwehr ist mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Doch was ist das? Die Straße ist zugeparkt, wertvolle Zeit verstreicht. Nicht nur auf Bundesstraßen oder Autobahnen gibt es Probleme, an die Einsatzstelle zu kommen. Auch besonders in den Städten und Gemeinden gibt es rücksichtslose Autofahrer, die ihre Fahrzeuge irgendwo abstellen, ohne darauf zu achten, ob die Rettungskräfte noch durchkommen. Somit vergehen wertvolle Sekunden, bei dem Menschenleben auf dem Spiel stehen. Wir haben in Baden-Württemberg eine Eintreffzeit von 10 Minuten für die erste Gruppe vorgegeben, zu der jetzt speziell in Esslingen auch die Drehleiter gehört, da wir eben Gebäude haben in der Stadt, die den Drehleitereinsatz notwendig machen. Bei Einsätzen da zu Zeitverzögerungen kommen, weil wir eben nicht flüssig das Einsatzziel erreichen können. Aber wie gesagt, Tendenz sinkend und wir registrieren eine Verbesserung der Parkmoral. Die Sicherheit der Bürgerschaft liegt der Stadt Esslingen sehr am Herzen. Insofern führt die Feuerwehr zusammen mit dem Ordnungsamt und der Polizei eine Feuerwehrrundfahrt, insbesondere im Bereich der Altstadt, aber auch in anderen Stadtteilen durch. Hierbei wurden die Örtlichkeiten ohne den Druck eines Einsatzfalles in Augenschein genommen und gegebenenfalls Regelungen getroffen, die der Feuerwehr und den Rettungskräften im Einsatzfall die Zufahrt zum Einsatzort erleichtern soll. So wurde unter anderem festgestellt, dass Parkflächen nicht mehr zeitgemäß sind, da die heutigen Fahrzeuge breiter sind und somit im Einsatzfalle kein Feuerwehrfahrzeug mehr durchkommen würde. Das ist schon sehr wichtig, zum einen um in der Bevölkerung zu dokumentieren und zu zeigen, wie wichtig es ist, dass Verkehrszeichen, Markierungen, Haltverbote auch gerade in der Altstadt eingehalten werden. Es ist viel beeindruckender, wenn da mal so ein großes Feuerwehrfahrzeug wirklich gesehen wird, denn der Kraftfahrer unterschätzt die Dimensionen eines solchen Fahrzeugs doch ganz häufig. Im Regelfall ist es so, dass in der Überwachung auch während einer solchen Fahrt eine normale Überwachung stattfindet und Verwarnungen dann im Nachlauf auch nicht von uns, die wir direkt durchfahren, von unseren Kolleginnen und Kollegen ausgestellt werden. Denken Sie an Ihre Sicherheit, denken Sie an die Sicherheit der Menschen, die in einer Altstadt, in einer Stadt leben, aber auch in den Wohngebieten zum Teil, wie wir heute gesehen haben. Verkehrsregeln, Verkehrszeichen haben ihren Sinn, auch wenn der Kraftfahrer nicht immer gleich erkennen kann, warum ein Haltverbot, warum eine Markierung, eine Zickzackmarkierung da ist. Die Feuerwehr braucht Platz,
Sie rettet Leben. Im Zweifel kann ein falsch abgestelltes Fahrzeug dieses Menschenleben kosten. Deshalb beachten Sie die Verkehrsregeln, beachten Sie die Verkehrszeichen, die die Verkehrsbehörde anordnet. Insbesondere bei Veranstaltungen im Bereich der Altstadt und der damit verbundenen angespannten Verkehrssituation ist dies besonders wichtig. Die Feuerwehrrundfahrt ist positiv ausgefallen. Nur einzelne Verstöße mussten geahndet werden. Somit ist das Konzept der Stadt, das seit Jahren praktiziert wird, zum Verhalten mit Parkverboten in der Altstadt aufgegangen. Man kann nur hoffen, dass dies so bleibt und Fahrzeugführer auch daran denken, dass durch ihr rücksichtsloses Verhalten Menschen gefährdet werden können. Im Rahmen der Junior Range Ausbildung wurde heute in Neidlingen der Lebensraum Wasser untersucht. Das Projekt ist angelegt beim Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Und da gibt es drei Stufen. Einmal erste Stufe Junior Ranger Kit für Kinder zwischen 7 und 12 Jahre. Zweite Stufe Junior Ranger für Kinder zwischen 12 und 16 Jahre. Und die dritte Stufe heißt Junior Ranger Aktiv. Da ist das Ziel dann eben, dass Kinder aktiv werden, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, dass sie aktiv werden in der Natur, sich ehrenamtlich engagieren bei Naturschutzverbänden, in der Landschaftspflege, in der Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Auch das Ökomobil aus Stuttgart unterstützte diese Ausbildung. Ja gut, das Ökomobil ist eine mobile Umweltbildungseinrichtung vom Land Baden-Württemberg. Mobil heißt, wir können dorthin fahren, wo wir von den Gruppen hin eingeladen werden und machen dort Naturunterricht, Öko-Unterricht. Und wir haben alles mit dabei, was wir für unseren Unterricht brauchen. Also Kescher, Siebeschalen, Bestimmungsliteratur, Mikroskope, Becherlupen. Die Kinder, die müssen eigentlich im Prinzip nur entsprechende Kleidung mitbringen. Motivation haben wir in den ersten 5 Minuten normalerweise, was zum Essen, wenn die Veranstaltung ein bisschen länger geht. Und ja, ein schöner Standort. Wenn das alles stimmt, haben wir unsere Solaranlage noch auf dem Dach drauf, dass wir mit unseren Mikroskope arbeiten können. Wir haben einen Fernseher drin, mit dem wir dann am Schluss so eine Komplettbesprechung machen können, damit jedes von den Kindern alle Tiere sehen kann. Weil auch die Pflanzen, jeder ist draußen beschäftigt und versucht das Beste rauszukriegen, aber schafft halt nicht jedes Team. Jedes Team hat so die Eigenheiten und deswegen können wir das dann im Ökomobil hinterher gemeinsam anschauen. Wenn auch du Junior Ranger werden willst, dann kannst du dich unter www.juniorranger-alb.de informieren.